Der Boden unter unseren Füßen ist buchstäblich die Grundlage unseres Lebens. Er ist ein facettenreicher Lebensraum. Ein Gemisch aus Mineralien, Humus, Wasser und Luft. Er beherbergt Milliarden kleinster Lebewesen. Zu ihnen zählen Bakterien, Algen, Pilze oder Würmer. Sie alle sorgen dafür, dass gesunde Lebensmittel produziert werden können. Mitarbeitende des Amts für Natur und Umwelt setzen sich dafür ein, dass diese Lebensgrundlage so weit als möglich geschont und verseuchter Boden durch den Verursacher saniert wird. Sie kommen damit den Forderungen der Bodenschutzverordnung nach. Belastete Böden finden sich zum Beispiel an Fabrikstandorten, entlang von Straßen, bei Schießanlagen oder in Rebbergen, wo viel Gift versprüht wird. Stellenweise ist dort die Nutzung als Garten, Spielplatz oder Landwirtschaftsland verboten, zum Schutz unserer Gesundheit. Ist der Boden stark verschmutzt, muss er auf einer Deponie entsorgt werden. Auch Unfälle mit umweltgefährdenden Schadstoffen belasten den Boden. Im Kanton gibt es jährlich rund 100 größere Unfälle dieser Art. Rund 60 davon werden durch Öl und Chemie verursacht. Das ANU unterhält während 365 Tagen einen Piquetdienst für solche Unfälle. Es berät Polizei und Feuerwehr vor Ort im Umgang mit gefährlichen Stoffen und sorgt ebenfalls nach dem Unfall dafür, dass der Schadenstandort saniert wird. So kann erreicht werden, dass die Fruchtbarkeit des Bodens auch in Zukunft geschützt und erhalten bleibt.